Im beschaulichen Bad Karlshafen wurden Fußgänger und Autofahrer am Samstag überrascht. Atomkraftgegner probten, was passieren würde, wenn sich im knapp 50 Kilometer entfernten Kernkraftwerk Grohnde an der Weser eine Kernschmelze ereignen würde. Schließen Sie sich mit Ihren Haustieren ein. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Störung und ihrer Folgen sind schon im Gange. Und ein paar Notfallsanwendungen. Hier ist eine 50-Kilometer-Zone, da käme keiner mehr rein und raus. Also. Sie kommen jetzt aus verseuchtem Gebiet, Sie müssen unbedingt die Notfalltabletten nehmen. Richtung kommen hier aus verseuchtem Gebiet, da ja im Grunde der Super-GAU passiert ist. Und das müssen Sie jetzt dringend verlassen, deswegen teilen wir Ihnen mit, dass Sie hier nicht bleiben können. Ich wünsche wieder Erfolg mit der Aktion. Dankeschön. Das war der Erste, der so, wie soll ich sagen, kooperativ ist. Oh, und die fahren jetzt einfach durch. Zum zweiten Jahrestag der Katastrophe von Fukushima machten 200 ähnliche Aktionen rund um Grohnde deutlich, wie überrascht alle von den Folgen wären. Auf der Weserbrücke, der einzigen Fluchtmöglichkeit nach Hessen, verteilten die Demonstranten Bonbons als Jodtabletten und empfahlen, die Region zu verlassen. Zum Abschluss der Aktion bildeten etwa 60 Teilnehmer eine Menschenkette über die Weserbrücke. Ihre Hauptforderung ist die Abschaltung, zumindest aber die sofortige Überprüfung des Kraftwerks Grohnde, das nach ihren Angaben heute nicht mehr gebaut werden dürfte. Das Einzige, was die Demonstranten nach der nasskalten Aktion sofort tun konnten, war, sich mit Suppe zu wärmen und Minikraftwerke durch Aufessen zu entsorgen.